So, hier sind wir wieder mit Vegeta. Vegeta müssen wir eigentlich auch nicht wechseln, denn eigentlich haben wir alles ausgewählt, was er kann. Ich meine, Galek-Strahl und sowas haben wir, meine ich, nicht. Aber Galek-Strahl sehen wir später auf jeden Fall noch mit Vegeta Scouter. Das heißt also, ja. Aber eigentlich haben wir hier alles Wichtige ausgerüstet. Und Attacken. Ich hoffe, wenn das neue Tenkaichi rauskommt, dass das Attacken wechseln, oder wenn es da mehrere Attacken geben sollte, dass es leichter ist. So ist das ein bisschen nervig. So, erste Attacke. Genau, die doppelte Galek-Kanone. Auch eine richtig coole Attacke. Ich meine, das müsste die gegen Pui Pui gewesen sein, genau. Sehr coole Attacke. Ah doch, wir haben doch den Galek-Strahl ausgerüstet. Ne, dann haben wir eigentlich alle wichtigen Attacken ausgerüstet für Vegeta. Ich meine, der hatte natürlich eine super Energiewelle drauf gehabt. Als Baseform und die super Explosionswelle, aber die sieht ja eigentlich... Ja, ich sage immer wieder, bei jedem Charakter eigentlich gleich aus. Also. Und Vegeta hat in der Baseform die Urknall-Attacke. Ja, das war eigentlich auch schon ganz cool, aber hatte er die als Baseform? Ich meine nicht, oder? Oder doch? Dieses Planeten explodieren muss auf jeden Fall im neuen Tenkaichi wieder mit dabei sein. Ich hoffe es. Bitte drum. So, erste Stufe. Hier gibt es halt nicht Vegeta Super Saiyan 2 und Super Vegeta gibt es halt nur Super Vegeta. Wieso auch immer. Na, hier haben wir den Wahnsinnsaufprall. Und den maximalen Flasher, meine ich. Genau, das ist normalerweise ein Konter in Raging Blast. Genau, und den maximalen Flasher. Auch eine... Ja. Die Attacke ist in Ordnung. So, einmal ein bisschen beschleunigen. Das reicht eigentlich schon. Und hier haben wir natürlich dann auch nochmal die Urknall-Attacke. Das sieht eigentlich genauso aus wie die normale. Na gut, kommen wir zur Super Vegeta. Genau, so, dann haben wir hier haben wir zwei Nahkampfangriffe. Wäre in jeder Form hat er eigentlich die gleichen Attacken, da habe ich mir gedacht, nee, das braucht nicht bedingt. Ja, hier haben wir die Geistbrecherkanone als Beispiel. Und zack. Okay. Und die Atomexplosion. Und dann haben wir natürlich noch Luigi. Das wundert mich. Keine Explosion, nichts. Final Flash! Boah, ich finde die Attacke sieht so heftig aus.
ja, das war Vegeta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Part auf jeden Fall wieder. Haut rein und ciao.